Ja, hallo. Heute in Produktivität geht es um unsere Schokoladenfarbe in Metallic Grün. Und das hat so viel Spaß gemacht mit dem Apfel, dass wir einfach beim Apfel bleiben. Ja, und nicht nur unsere Schokoladentorten oder Schokolade einsprühen, sondern wir bleiben mal bei dem tollen Apfel. Den können wir dann noch Schneewittchen nachher geben zum Essen. Mal sehen, ob sie sich dabei vergiftet. Ja, Kompressor einfach anmachen, dann ein bisschen Farbe oben rein, immer gut zwischendurch schütteln und nach der Farbe auch gut reinigen. Und dann sprühen wir jetzt hier mal im unteren Bereich einfach mal ein bisschen drüber. Das Schöne ist, dass es auch übereinander deckend ist, die Farbe. Jetzt kriegt das hier so ein ganz tolles metallic-grün Schimmer. Ja, noch schöne dünne Schichten, ganz wichtig, man muss auch ein bisschen warten und man merkt nach einer Weile, dass das, wenn das abgetrocknet ist, wirklich auch noch ein bisschen zum Vorschein kommt, dass es dann noch goldiger, noch perlmuttiger oder halt in den grünen Ton noch schön rüberkommt. Ist aber hauptsächlich Metallic und das ist manchmal, wenn man den Apfel dreht, in bestimmten Winkeln kommt dieser Grünton zum Vorschein. Man kann mit der Pistole auch die Luft benutzen, um das ein bisschen zu beschleunigen mit dem Trocknen. Und wenn er dann richtig durchgetrocknet ist, kriegt er einen leichten grünen Schimmer. Ja, also es war eben mir noch nicht grün genug eigentlich. Dann bin ich auf eine clevere Idee gekommen und habe mal überlegt, ob man das mischen könnte und es funktioniert super. Ja, wenn ihr euch jetzt mal das anguckt, jetzt ist es mir nämlich auch, dass man sagt, Metallic Grün, das war mir ein bisschen zu wenig. Ja, ich zeige euch das nochmal. Und zwar habe ich einfach unseren Metallic Grün genommen. Wie gesagt, immer auch zwischendurch, jetzt noch einen Augenblick vergangen, immer gut durchschütteln, damit diese Farbpigmente sich wirklich auch alle schön mischen. Ja, und dann gebt ihr einfach von dem grünen Matten was dazu, ganz wenig, ganz kleinen Tropfen, je nachdem wie viel, ganz bisschen rein. Und jetzt ein kleiner Trick, wenn ihr den Kompressor anmacht und den vorne mit einem Papiertuch oder irgendwas zuhaltet und hinten den Hebel betätigt, dann mischt ihr das schön und rührt das anständig durch. Da braucht ihr jetzt nicht einfach ein Stäbchen oder irgendwas holen, einfach hier vorsichtig Luft reingeben, dann strömt die zurück. Und dann könnt ihr Farben mischen. So könnt ihr auch alle anderen Farben mischen, auch die Lasurfarben, die Lebensmittelfarben, die anderen, die wir auch haben. Und dann nochmal schön drüber gehen. Ja? Wenn er dann mal auch ein bisschen, man muss ihn zwischendurch reinigen, wenn mal dann nichts rauskommt, ja, das kann jedem passieren, wie mir jetzt hier auch. Das ist toll, das ist gerade passiert, weil dann kann ich das kurz nochmal zeigen. Einmal hinten kurz lösen, dann kurz die Nadel immer rausziehen, ein bisschen stochern, bis die Farbe wieder kommt. Ja, da sind jetzt durch das Augenblick warten, hat sich das ein bisschen verstopft. Ja? Einfach so ein bisschen reinstechern, bis die Farbe wieder kommt. Und dann wieder zumachen, nicht vergessen. Hinten drauf. Ja, und dann sprüht sie wieder. Und dann könnt ihr schön euren Apfel weiter schön metallic-grün machen, so wie ihr das möchtet. Und beim Airwash auch, manchmal ist es besser, man nimmt die andere Hand und stabilisiert so ein bisschen. Dann kann man gleichmäßiger, in gleichmäßigen Schwung, kann man dann das schön einsprühen. Ja, gerade wenn man Linien ziehen möchte oder irgendwie sowas, dann hält man das fest. Und dann kann man schön gleichmäßige Linien ziehen, mehr mit dem Oberkörper auch rüberziehen, als wenn man dann mit einer Hand macht, da wackelt man dann schon mal mehr, als wenn man beide Hände nimmt und stabilisiert. Das ist das gleiche wie bei einer Spritzglasur mit dem Beutel oder beim Schreiben mit dem Pinsel, macht man das auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren YouTube-Channel. Da seht ihr noch ganz viele andere Filme, die wir mittlerweile gedreht haben. Ihr könnt auch bei Facebook schauen, da gibt es immer neue Tipps und Tricks rund um unsere Firma. Ja? Und bei Twitter und Google Plus natürlich. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch mal im Shop vorbeischaut. Ja, da gibt es die tollen Artikel, die könnt ihr dann alle kaufen. Wenn euch, wie gesagt, die Videos gefallen habt, könnt ihr euch hier gleich anklicken. Da zeigen wir euch nochmal, wie so ein kleiner Airwash-Kompressor funktioniert, den wir für euch besorgt haben. Oder ihr schaut hier und guckt, wie die Pearl-Goldfarbe funktioniert.